Entschuldigung. Das heißt, wir bauen da ein wenig aus. So. Sehr gut, da werden wir auch schon knappig. Wird Zeit, dass wir sich einen gegnerischen Dungeon unser eigen machen. Oder? Ja, ich glaube schon, dass es Zeit wird. So. Es darf so aussehen, es hat sich gut geschlagen. Hupp, hupp. Und die Verletzten werden abgeholt. Jetzt warten wir noch schnell, bis das sich der Großteil erholt hat. Würde er den auf den Friedhof schon legen? Zu keiner. Ah, Sight of Evil. Ja gut, brauchen wir eigentlich nicht. Außer, weiß ich nicht. Da wird nichts sein. Jetzt mal. Ne. Und wir bauen sie da heimlich, still und leise zum Gegner zu. Call to Arms Spell has been upgraded. Das ist sehr geil. Das heißt dann wahrscheinlich, ja. Warte, kostet jetzt 30.000. Was? Das tanzt mit Fleiß übrigens. Ich glaube, Call to Arms ist erstens mal sowieso billiger. Und zweitens denke ich mal, tja, wird auch besser Kreaturen erlocken. Ich weiß nicht, inwiefern man das da irgendwie verbessern kann. Aber ich würde mir vorstellen, dass er sowas macht. So, also Kreaturen holen sie ein wohlverdientes Knäsch an. Ja, dann haben wir da ein wenig was her. Und dann haben wir, dass die Kreaturen nicht so weit hatschen müssen. Arme Viecher, verdammt sie ihre Pfoten oder Füße oder was sie immer haben. Da rennt natürlich schon der Großteil auf. Ah, gut. So, da bauen wir wieder weiter an. Wir wollen ja nicht, dass uns mitten unter dem Kampf erfahren, wenn das Geld ausgeht. Payday war gerade, das heißt, es wird sie anbieten. Wenn wir da jetzt. Ah, da wird es eine coole Idee. Da bauen wir jetzt großflächig wie sowas, was nicht da geht. Und dann verwenden wir mal ein paar Zauber, was wir sonst nicht usen. Was haben wir denn noch? Imp machen wir immer. Das A, also den Thunderbolt, Possession Spell, sowieso immer. Healen ist eh klar, Sight of Evil haben wir eh. Also Sicht machen. Cold Arms brauchen wir sowieso. Tremor, den werden wir jetzt usen. Nämlich der, ich habe mir schon mal verwendet, glaube ich, macht eben gegnerische Mauern sofort kaputt. Also die fallen sofort zusammen. Es ist extrem praktisch und geil, weil eben dadurch kann man irrsinnig schnell in Dungeons einbrechen, ohne dass der das irgendwie mitkriegt. Und upgraded kostet übrigens gleich viel. Keine Ahnung, was er dann genau ändert. So, und ich glaube, den würden wir auch schon schaffen, wenn wir einfach überrennen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt starke Kreaturen schon, muss man dazu sagen. Aber lassen wir es überraschen. Kommt denn da jetzt da gemeinerweise, weiß ich nicht, nur ein paar Fallen hier bauen, oder? Ja, wieso eigentlich nicht? Fruchtfalle bauen wir eh so selten. Und dann einfach noch, oh, ein paar Kanonen. Wenn wir es leisten können. So. Trolle, ich brauche euch. Bauen wir noch eine Tür her für später, werden wir sicher brauchen. Und jetzt fertigen alle da. Das geht ja irrsinnig schnell an, das ist cool. Und aufpassen müssen wir vor allem bei so Fallen, die brauchen nämlich durchgehend Mana, wenn sie unter Verwendung sind. Also jeder Kanonenschuss braucht Mana, jede Fear Trap braucht Mana, wenn sie aktiviert und so weiter. Also das ist. Hier ist noch Food, ja, dann sollte was essen, aber gut gesagt, ha? Wir brauchen einen zweiten Schlafplatz! Na, zweite Hilfe! Ach, der wollte gerade beten. Praying! Ja, der betet da im schwarzen Tempel. So, jetzt bauen wir aber da mal einen riesen Händelfarm. Vielleicht mag er eh nicht mehr beten und ist stattdessen ein Händel. Ah, keine Ahnung. So, da bauen wir da durch. Portale haben so viel angelockt, wie es nicht da geht. Okay, sehr fein. Die werken nur immer wie die Bekloppten. Und die letzte Sentry Trap wird fertig. Das wird ein richtiges Willkommensgeschenk für den Gegner. Ja gut, Geld geht eben nicht aus. Das ist eh so gemacht eigentlich, dass... Ja, er baut sich nicht wirklich groß auf. Aber zumindest stirbt er nicht von allein. Das ist ja gut. So, und da ist schon so ausgelegt, dass man da einfach eine spazieren und stirbt. Dafür führt es direkt zum Dungeon-Herz. Also, nein, wir werden natürlich den hinterlistigen, heimlichen, geheimen Gender Weg nehmen. Okay.
Crafting Left Research, Fairness Spell. Ja, sehr fein. Hopp. Also, ich wollte gerade irgendwas sagen. Das ist ein Artefakt, Artefakt, Artefakt. So, da bauen wir noch eine Brücke auf hier. Was haben wir da? Restore Health to every creature. Ja, geleg. Das ist natürlich ein Angebot. Das lassen wir es nicht gehen. Und da bauen wir dann gleich mal in weiser Voraussicht. Bauen wir da gleich mal weiter. Hopp. 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 Was ist da? Wir sind beim Paid. Ja, dann. Der Schleicher. Na, so hochnässig bin ich natürlich nicht. Ich brauche jede einzelne Kreatur. Haben wir da jetzt eh keinen Stuss zusammenbauen? Nein, ich muss schon so bauen. Hopp. So. Dafür. Boah, das ist ein Weg. Ich muss das nämlich da, dass ich da vorne irgendwie Fuß fassen kann. Weil je größer da unsere Fläche ist, was wir direkt aufbuddeln können, desto mehr Kreaturen können wir auf einmal gleich da reinschicken. Natürlich extremer Vorteil. Da zum Beispiel können wir unsere gesamten Kreaturen, wir haben das beim letzten gesehen, das war totaler Scheiß, weil die haben alle hängen geblieben an der einen Tür. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, nämlich mit sowas. So, wir haben auf Maximum Mana schon angekommen, haben Heal All. So, jetzt ist aber genug. Jetzt gehen wir uns da. Ja, mal sowas eine. Dann holen wir sie mal unsere gesamten Kreaturen. Hopp. Buddeln wir da auf. Ich hoffe, die rennen da jetzt nicht außen ewig lang umeinander. So, und usen dann Tremor. Und voll zusammen. Und Angriff! Und starten dann zweiten Tremor her. Und greifen frontal das gegnerische Tanzen her. Oh. Cool! Ja, das ist natürlich lässig, dass da die Imps mit Antigris machen. Ja, und tanzen es sogar mal. Hopp. Gleich mal so abheilen, das habe ich mal gleich gemacht, dass keine gegnerischen Imps da bei uns wieder durchrennen und fröhlich unsere Kreaturen umschnetzen da hinten. Das ist unsere Gebäude einnehmen da hinten, weil das taugt mir auch nie. Ja, was geht mit dir? Fliegen. Hallo. Ach Gott. Die haben echt. Was? Gott, die hauen ab. Was geht denn? So, und wir sehen schon, wir haben die Grünen überrannt, dass ein Spaß ist. Also der hat da keine Chance gehabt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung hat er auch nicht gehabt wahrscheinlich. Na, ist ein bester Computer. Dafür kann der eh nichts dafür. So, und ohne dass eine Kreatur von uns hops geht, haben wir easy-mäßig die ganzen Dungeon eingenommen da. Das gleiche machen wir da auch gleich, da preschen wir auch dann durch. Oh, die Dicken kommen. Torture Chamber. Ja, jetzt holen wir sie da mal alles, das ist eh klar. Nehmen wir mal alles da rein. Einfach nur das so. Wir können eigentlich auch. Ah, okay, die vertrauen sich gegenseitig nicht und darum haben sie eigentlich nicht zusammengebaut, sondern haben da so. So ein wenig gegenseitig aufgehetzt. So, da. Und wir werden den gleichen Schmäh noch mal da machen. Hallo? Ach, ich hab schon Kreaturen. Das ist ja geil. Und wir machen das gleiche nochmal. Hier und hier. Gehen wir da und da den Befehl. Und ich habe natürlich vergessen, dass ich auch noch ein paar Imps vielleicht herstelle, die das Ganze abbauen. So, und gehen wir da Call to Arms. Und los geht's. Und diesmal wird es hoffentlich ein wenig, diesmal wird es glaube ich ein wenig stärker, weil wir haben da eben schon direkt ein paar Gegner, wir haben direkt hinten ins Casino eingebrochen, was ja im späteren Spiel ja nicht so die gute Idee ist, da sie ja im Casino bekanntlich immer recht viele hohe Kreaturen aufhalten. Weil sobald sie zum Tor haben, gehen sie eigentlich ins Casino. Also sobald sie Level 4 erreicht haben, was ja bei unserer Armee jetzt auch zum Beispiel schon extrem der Fall ist. Ach, die rennen schon wieder davor. Aura, das hat's behindert. Ach, wenn man slappt, dann kommen sie zurück.
Hä? Ja, hab ich auch nicht gewusst. Also, wie schon gesagt, ob Level 4 haben Kreaturen eigentlich immer im Kackraum da, aber ja gut. Brauchten sie auch nicht so zu interessieren. Weil er hat ja nicht viel Kreaturen gehabt jetzt in dem Fall. So, und das war's ja schon wieder mit dem Keeper da. Level 7 ist uns umgefallen. Nicht geil. So. So, da helfen wir mal der ganzen Partie, dass sie wieder halbwegs heimkommt. Ein Salamander Level 7 ist uns aus den Latschen gekippt. So. Hat sich mal ins Schlaf gemacht. Da versuchen wir den da jetzt irgendwie nur zu retten, aber ich glaub fast. Ach, okay. 4 Impse. Claim the Portal, Torture Chamber, Stark Indeed. So. Kill the Sons, Beloved of the Father. Ja, also wir haben. Ach, da liegt der Salamander. Kommt schon. Ja, cool. Also wir haben eben die Söhne umgebracht, die was von seinem Vater geliebt sind. Tja, hätte er sich wohl früher überlegen sollen, wie der zu seinen Söhnen ist. Der Saubier. So. Und jetzt wollen wir natürlich irgendwie unseren Vorteil da ausnutzen und irgendwie da hinten um zu einem Vorder kommen, weil die haben sicher irgendwie da Verbindungen untereinander. Bin mir ganz sicher. Ganz sicher bin ich mir da. Ui, da ist dunkel. So. Da kommen wir dann einmal um. Oder da irgendwo, oder keine Ahnung, da hört er schon die Map auf sich gerade. So. Das dürfte reichen, dass wir wirklich den Weg finden, weil die Impskrome nur da dann wirklich, wo dann später kein Stor ist, oder überhaupt der grobbare Bereich ist. So, da. Da haben wir so ein paar Impfe. Gut. Wir haben irrsinnig viel Kohle aussetzt. Kohlestopp. So, das haben wir auch schon ist eingenommen da. Gut, das ist jetzt uns eigentlich eh wurscht. Wir warten auch dann immer ewig auf die Kreaturen, die was da jetzt nachkommen. Und hoffen, dass mir irgendwie da hinten reinkommt. Was aber anscheinend nicht der Fall zu sein scheint. Aber da ist doch eindeutig. Da hinten ist doch irgendwo, sollte doch. Der Heilzauber. Hüp, die schnapp ich mir. Und dann schauen wir uns das schnell an, wo wir denn da ankommen. Hallo Kanone, grüß dich. So, hat man da hinten um. Lalalalalala. Ah. Okay. Das erklärt einiges. Da ist gar nichts zum Buddeln. So, wie kämen wir da jetzt rein? Drink is flowing freely in the casino. Natürlich, sauft euch auf meine Kosten. So, am geschicktesten war es dennoch, komischerweise, über den Haupteingang. Da, eigentlich schaut es fast so aus. Weil, da kann ich die Kanonen umgehen, die was da überall sind. Ja, du, schau du. Kann ich auf jeden Fall die. Haben wir Level 10er? Ach, haben wir verschaut, schaut. Da kann ich die Kanonen umgehen und direkt eigentlich in sein Dungeon-Herz eindringen. Wie sie das anhört, voll bass. So. Und dann müssen wir schnell sein. Jetzt holen wir gleich mal unsere gesamte Armee zusammen. Haben wir sie da ein Call to Arms rein? Und geben da Gas mit unseren Kreaturen. So, der Keeper da ist schon ein wenig geschickter, glaube ich. Ja, er hat auch da seine Call to Arms Flagge schon hergelegt. Und greift uns natürlich auch gleich an. So, aber jetzt haben wir da ein wenig geschickt, sage ich mal. Jetzt holen wir sie da einen Tremor. Gegen einen. Ah, fuck. Jetzt holen wir da vorne einen Tremor. Dann gehen wir in einen Imp rein. Rennen da Viere und hauen ihm da den Haupteingang gleich down. Hopp. Jetzt haben wir mal das richtig cool eingesetzt, nämlich. Hopp. So.
Und was sehen wir da? Oh Gott, wir verloren? Was? Oh Gott, was ist da los? Haben sie alle Kreaturen zusammen? So, nochmal. Ach Gott, ich hab mir jetzt gerade gesteckt, ich hab mir gedacht, da haben wir jetzt gerade alle Kreaturen verloren. Stimmt ja gar nicht. Puh. Weil ich keine roten Kreaturen mehr gesehen habe. Dubios, dubios, sag ich dann mal. Hopp. Voll taktisch machen wir das diesmal. Nicht daher. Da. Ja, da. So. Und dann ebnen wir den Weg für unsere Kreaturen. Haben wir daher. Mal nochmal durch herunter. Und stürmen da jetzt hoffentlich mal die letzte Bastion des Gegners. Ich sehe mir leider. Was bist denn du für eine? Da was? Creature is starving in your prison. Ja, das hoffe ich doch stark. Wir verlieren da so viele Kreaturen, aber kein Problem, sage ich da nur. Ach komm, wir brauchen mehr Mana. 30.000 bitte auf die Gache. Weil ich möchte aber das eigentlich auch nochmal schnell niedermachen. So, brauchen wir einen dringenden Heal irgendwo? Eigentlich nicht wirklich. Da haben wir noch genug Kreaturen. Hup. Jetzt wollen wir sie mir dann. Ach Gott, nicht sterben. Hup. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So, jetzt wollen wir sie da noch. Und ein Imp machen wir nur den. Ah, ist das cool, das ist eine coole Strategie. Taugt mir gut. Taugt mir gut. So, jetzt hoffen wir, dass das reichen wird, da unser Aufgebot an Kreaturen, aber es schaut gut aus. It looks good. Und jetzt haut's bitte da drauf. Ja, sehr fein. Und da haben wir schon richtig deftig fette, hohe Kreaturen. Da kommt es ja. Slappe ich euch mal, Oligarch. Jetzt beieinander oder was? Und jetzt bitte vollen Damage da auf das Gaudi-Teil. Muss ich euch jetzt helfen, oder wie? Komm, gehen wir gleich in den Salamander und helfen mit den vollen Schaden auf das Dungeon-Herz zu machen. Ja, wann es irgendwie angreifen kann. Ja, da haben wir einen Angriffspunkt. Und komm schon, da geht es down. Ja, da sehe ich jetzt auch schon alle Kreaturen ringsherum draufklopfen, bin ich ganz gescheit. Und das Dungeon-Herz fällt. Jetzt. Oder jetzt. Erliegt es seinen Verletzungen. Juhu! Und es ist vollbracht! Der Horny holt sich den wohlverdienten Diamanten, den was wir in der heroischen Schlacht errungen haben. Und ich verabschiede mich heute ein bisschen früher, weil dann geht es ja das auf 3 Episoden aus. Drum der bisschen Stress am Schluss. Ich sage wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen, Zulosen. Und sage an der Stelle Tschüssi!